Wo bleiben unsere Teller? Wow, oh, was für ein riesiger Kaugummi. So einen habe ich ja noch nie gesehen. Deiner hat eine schöne Farbe. Einverstanden. Und der Geschmack ist mindestens genauso gut. Könntest du vielleicht ein bisschen schneller kauen? Schluss erstmal. Das müsste reichen. Super, also kann ich weitermachen. Oh nein, ein ganzer Haufen Chili. Ich hoffe, das wird mich nicht umbringen. Oh, wie scharf. Oh, das wird ja heiß hier. Das ist für dich, Monika? Nein, danke. Oh, wow, Kaugummi. Puh, gerade noch mal gut gegangen. Das war kein Kaugummi. Ups, wie peinlich. Neue Portion, cool. Meiner schmeckt nach Cola. Und ich krieg eine echte Pizza. So frisch, als käme sie direkt aus dem Ofen. Finger weg davon. Na gut, ich hab schließlich Kaugummi. Ich frag mich, ob er explodiert, wenn ich Mentos hinzugebe. Monika, probier mal. Danke. Es hat geklappt. Cola und Mentos reagieren immer. Wow, ein echter Kaugummiautomat. Meiner ist mit Süßigkeiten gefüllt. Gut, dass ich Wechselgeld mit habe. Oh, oh, so viel. Die sind so knusprig. Ich habe auch einen Geldbeutel mit. Nur leider ist er leer. Schade. Aber ich weiß, wo ich eine Münze herkriegen kann. Was machst du? Das gehört mir. Nicht mehr, Susie. Ich habe deine Münze gegen Kaugummis eingetauscht. Das ist nicht fair. In Challenges gibt es kein fair und unfair. Oh je, ich fliege. Mach's gut, Monika. Das hast du verdient. Oh, siehst du das? Ein ganzer Eimer Eiscreme. Und ich habe schon wieder Kaugummi. Darf ich anfangen? Sonst schmilzt noch mein Eis. Dieser Löffel passt gut. Oh, wie kalt. Susie, was hast du? Halte durch, ich wärme dich auf. Bloß nicht das, mein Eis ist geschmolzen. Wobei, jetzt müsste es auch gut schmecken. Schmeckt nach Milkshake. Ich frag mich, was passiert, wenn ich meinen Kaugummi erwärme. Das hätte ich besser nicht getan. Sieht gar nicht appetitlich aus. Oh, so bunt, klasse. Lass mal schauen, was drin ist. Diesmal haben wir beide Kaugummis. Dann lass uns ein Wettkauen organisieren. Okay. Ich habe nichts dagegen. Los geht's. Mit meinem Kaugummi stimmt was nicht. Ich krieg keine Blasen. Also muss ich konkurrenzlos werden. Und jetzt abwarten. Das verstößt gegen die Regeln. Es gibt keine Regeln. Kaugummi in Tuben, wie cool. Oh, voll cool. Ich habe Zahnpasta. Monika, zieh nicht so ein Gesicht. Man sollte lernen, Spaß am Leben zu haben. Mach den Mund auf, ich heb dir gleich die Laune. Danke. Und jetzt du.
Oh nein, das war doch viel zu einfach. Ich habe eine Überraschung für dich. Was hast du angerichtet, Monika? Dafür riechst du jetzt aber total frisch. Na warte, das werde ich dir heimzahlen. Ups, ich habe es ein bisschen übertrieben. Ein ganzer Turm aus Kaugummis? Ist ja klasse. Schau dir meinen Turm mal an. Du darfst anfangen. Yeah. Okay. Gerne doch. Schließlich liebe ich Erdbeerkaugummi. Schau mal, wie schön der ist. Und der Geschmack ist der Hammer. Mann, ich will auch was probieren. Du hast alles zerstört. Ich werde mich rächen. Nein, warte. Tu es nicht. Selber schuld. Jetzt hast du es aber übertrieben. Nur mein KitKat kann mir die Laune heben. Was für nette Donuts. Da ist noch was. Sieht nach Knöpfen aus. Gut, dass ich Kaugummis habe. Die passen so gut zu meinem Donut. Da hast du Glück gehabt. Und du nicht. Brauchst gar nicht erst neidisch zu sein. Warte, gib erst mal die Knöpfe hinzu. Gerne. Hier, zufrieden. Aua, die sind hart. Ups, das wollte ich nicht. Oder vielleicht doch. Tschüss dann. Wow, es gibt Pizza. Ich frag mich, was der Belag ist. Das riecht nach Schokolade. Riecht super. Und was hast du? Ich habe eine Kaugummi-Pizza. Ich bin mir sicher, die schmeckt besser als die Schokoladenpizza. Riecht übrigens klasse. So richtig süß. Ich liebe Kaugummi. Es gibt nichts Besseres auf der Welt. Ich bin verrückt nach dem Geschmack. Ja, das habe ich mir schon so gedacht. Du hast doch keine Ahnung von gutem Essen, Jess. Von der Pizza kann man sich ja gar nicht losreißen. Ich kann alles auf einmal aufessen. Wie toll, das ist der beste Kaugummi, den ich je probiert habe. Und jetzt mache ich eine Kaugummiblase. Wow! Oh, großartig, macht Spaß. Ich habe doch gesagt, ich weiß, wie man mit Essen umgeht. Übrigens, dieses Stück Pizza kann ich einfach aufrollen. Passt perfekt in den Mund. Hier ist noch ein bisschen was übrig. Ich will die letzten Momente genießen. An diese Pizza werde ich mich immer erinnern. Ich glaube, das war's schon. Verdammt, wieso ging das so schnell? Alle guten Dinge haben irgendwann ein Ende. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich bin mir sicher, die Schokopizza ist was ganz Besonderes. Lecker. Die würde ich auch gerne probieren. Wenn ich mir ein Stückchen nehme, wird Jess nichts bemerken. Ich bin mir sicher, die Pizza schmeckt sogar besser als die Kaugummi-Pizza. Hey, wo ist mein Essen hin? Monika, gib mir sofort die Pizza zurück. Aber ich wollte doch nur ein kleines Stückchen. Und ich kann dir den Rest meines Kaugummis geben. Nee, so ein Tausch ist nichts für mich. Der Kaugummi war bereits in deinem Mund. Wer hätte gedacht, dass du so zimperlich bist? Hör auf, mich abzulenken. Ich will noch meine Pizzastücke essen. Wenn du mir was abgibst, sind wir schneller fertig. Ich glaube, ich habe einen kleinen Plan. Ich werde die Pizza noch bekommen. Ich bin mir sicher, sowas erwartest du nicht. Was ist denn hier los? Wieso fliege ich hoch? Guten Flug, Jess. Ich habe Höhenangst. Hol mich bitte wieder zurück.
muss mich beeilen und die Pizza essen, bevor sie zurückkommt. Toll. Die ist ja köstlich. Ich glaube, ich mag Schokolade genauso sehr wie Kaugummi. Zergeht nur so auf der Zunge. Ich bin bereits im Weltall. Was kommt als nächstes? Oh je, das sind Aliens! Hilfe, ich komm zurück! Die Pizza war fantastisch. Ich bin satt geworden. Oh, Jess kommt zurück. Du hast recht, Monika, ich bin es. Wo ist meine Pizza hin? Hast du sie aufgegessen? Natürlich nicht. Ein riesiger Schokokeks, was für ein Glück. Riesiger Kaugummi, großartig. Wollte ich schon immer mal probieren. Der Tradition nach fange ich an. Oh Mann, ich kann mein Glück ja gar nicht fassen. Dieser Keks ist so hübsch. Ich will ihn gar nicht ruinieren. Aber der Drang, was Leckeres zu essen, überwiegt. So lecker. Und da ist auch noch eine milchige Füllung drin. Was für eine schöne Überraschung. Gut, dass wir in dieser Challenge gelandet sind. Ah, hier ist nur noch ein kleines Stückchen übrig. Mann, bin ich satt. Aber ich bereue nichts. Du bist ganz schön fett, Monika. Wirklich? Leg dich hin, das musst du erstmal verdauen. Ich bin fett. Was soll ich jetzt machen? Oh, ich habe eine Idee. Das wird dich wieder fit machen. Mann, das ist ja voll schwer. Oh, ich kann das nicht kaum heben. Hier, bitte sehr, Monika. Bist du dir sicher, dass mir das helfen wird? Ich bin es nicht gewohnt, schwere Dinge zu tragen. Oh nein. Die scheint ja wirklich nicht besonders sportlich zu sein. Bankdrücken schaffe ich doch noch. Schau mal. Ich hab's geschafft. Das Ding ist mega leicht. Gefällt dir meine Figur? Gute Arbeit. Du kannst stolz auf dich sein. Jetzt bist du aber dran. Diese Aufgabe kann ich definitiv bewältigen. Mann, ist das lecker. Ich liebe diesen Kaugummi. Siehst du, ich habe bereits die Hälfte gegessen. Gutes Tempo. Das war's. Das war mega lecker. Du hast noch den zweiten Teil vergessen. Ups, sorry, ich wollte erst mal eine Blase machen. Jetzt hast du Kaugummi im Gesicht. Nicht mehr. Schade, dass ich den Rest wegwerfen muss. Was zum Teufel ist das denn? Jemand hat meinen Kaugummi gestohlen. Monika? Die Spuren führen direkt zu dir. Wieso musst du ständig mein Essen klauen? Ich werde dich fesseln müssen. Unsere Challenge läuft großartig. Ich genieße den Moment. So, willst du auch was vom Kaugummi? Kriegst du aber nicht. Aber du kannst mir glauben, der schmeckt super. Jess, mach nicht so große Kaugummiblasen. Oh, du steckst mitten in der Blase. Lass mich raus, bitte. Oh Mann, jetzt bin ich auch noch voller Kaugummi. Aber das ist nicht das Schlimmste. Jess, wie geht es dir denn? Monika, hier gibt's nichts zum Lachen. Du siehst lustig aus. Wow, ein riesiger Eimer Nutella. Ich bin zufrieden. Mal sehen, was ich habe. Das ist eine Menge Kaugummi. Ein echtes Geschenk. Ich kann es kaum erwarten, die zu probieren. Schau mal, Monika. Ich könnte meinen Kopf darin ertrinken. Ich bin nicht besonders beeindruckt. Nutella, so schokoladig, großartig. Darin würde ich gerne baden. Das sieht verlockend aus. Oh Mann, ich habe keinen Löffel. Dann werde ich wohl mit den Händen essen müssen. Das schmeckt sogar besser so. Ich liebe es, Nutella von den Fingern zu lecken. Das ist doch total unhygienisch, Igitt. Du bist doch bloß neidisch auf mich. Sag es einfach. Hey, was soll das? Sorry, ich konnte nicht anders. Ich wollte auch was von der Nutella. Monika, wieso hast du das getan? Jetzt ist mein ganzes Gesicht voller Schokolade.
Noch nicht? Jetzt aber. Ich hoffe, das ist genug, um dich fernzuhalten. Hast du mir ein Schnurrbart aufgemalt? Okay, ich könnte einfach spielen, als wäre ich ein Kätzchen. Gute Idee, ich stehe dir nicht im Weg. Übrigens, ich habe mir überlegt, was ich statt einem Löffel benutzen kann. Dieses Stäbchen ist auch schön praktisch. Was hast du vor? Wo willst du hin? Ich brauche dringend eine Gefriertruhe. Daraus mache ich mir nämlich Schokoeis. Das wird eine Weile dauern. Aber die Zeit ist es wert. Oh, die Zeit vergeht ja voll schnell. Okay, jetzt kann ich es wieder rausnehmen. Das sieht schön nach Eis aus. Zeig mal, was du da hast. Du musst etwas geduldiger sein. Schau, es hat bereits geklappt. Das ist mein Schokoeis am Stiel. Sieht doch wie ein Meisterwerk aus. Und dieser Geschmack. Was für ein cooler Plan. Ich bin selber absolut begeistert. Ich will auch mal lecken. Voll lecker. Hey, was erlaubst du dir, Jess? Das ist mein Eis. Keine große Sache. Was ist schon dabei? Ich kann mich gar nicht losreißen. Schade, dass ich nur noch so wenig übrig habe. Den Stiel brauche ich nicht mehr. Hey, hör auf, Müll zu verstreuen. Wenn du fertig bist, dann komme ich jetzt dran. Los geht's. Das wird sicher köstlich. Mal sehen, wie viel Kaugummi ich schaffe. Denk daran, du kannst immer um Hilfe bitten. Ich bin für dich da. Ich bin mir sicher, ich schaffe das auch selber. Das Wichtigste ist, nichts zu überstürzen und einfach den Moment genießen. Oh, das gefällt mir total. Diese Kaugummis sind mega toll. Nur mein Kiefer ist ein bisschen müde. Hey, du hast mich voll gemüllt. Sorry, das habe ich ja gar nicht gesehen. Lass mich mal aufräumen. Eine Sekunde. Ich werde es mit dem Föhn abblasen. Oh, was für ein nettes Gefühl. Mein Haar flattert so schön im Wind. Siehst du, ich habe doch gesagt, kein Problem. Ich könnte doch den Föhn benutzen, um mir einen riesigen Kaugummi daraus zu machen. Interessanter Plan. Ein Versuch ist es wert. Ich habe es geschafft, Monika. Fantastisch. Schau mal, mein Kaugummi ist flüssig. Und wie wirst du ihn essen? Ich habe mir was überlegt. Aber ich brauche deine Hilfe. Ich steck mir den Trichter in den Mund und du schüttest den Kaugummi da rein, okay? Monika, es klappt. Mach weiter so. Wir haben keinen Kaugummi mehr. Ich fühle mich irgendwie komisch. Als ob dich jemand aufblasen würde. Aha. Schau mal, eine Kaugummiblase. Jess, jetzt sind wir voller Kaugummi. So eine kleine Fanta? Menno. Meine Fanta sieht um einiges größer aus. Ha, habt ihr meine Fanta gesehen? Die ist ja gewaltig. Wieso hat Zack diesmal Glück gehabt? Na, wie auch immer, solange er sich freut, mache ich mich an meine Mini-Fanta. Oh, wow, das ist ja so eine Art Gelee. Das muss ich unbedingt probieren. Das schmeckt voll lecker. Ich glaube, ich habe einfach die Flasche heruntergeschluckt. Ach, komm schon, Monika, sowas passiert. Oh, ich liebe Fanta. Vor allem, wenn es Fanta-Gelee gibt. Da ist noch ein bisschen was übrig. Ich muss da noch rankommen. Oh nein, ich glaube, meine Zunge ist etwas stecken geblieben. Was soll ich jetzt machen? Sag, kannst du mir helfen? Okay, gib mal die Flasche her. Hey, was erlaubst du dir? Autsch, das hat wehgetan, sag. Ja, tut mir leid, ich wollte doch nur helfen. Ah, mach dich an deine Fanta. Oh, da freue ich mich schon.
wieso kommt da nichts raus? Ich glaube, ich habe einfach nicht genug Kraft. Ha, bist voll der Schwächling. Hört auf, euch über mich lustig zu machen. Moment mal, ich habe eine Idee. Ich muss die Flasche einfach umdrehen. Oh, da kommt das Gelee raus. Solange Zack nichts sieht, probiere ich es einfach. Noch ein bisschen. Noch einmal fest und zuschlagen. Yeah, das war lecker. Was ist hier passiert? Yeah, na endlich. Ups, Wendy, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Aber wie auch immer, es wird Zeit, dass ich selber was probiere. Willst du auch was? Ah, jetzt bin ich total klebrig. Ah, wie auch immer, das schmeckt lecker. Soll das mein Eis sein? Wieso ist das so klein? Haha, weil meins ein bisschen größer ist. Wow, Monika, was hast du denn da? Ich habe einen ganzen Eimer. Ganz schön kalt. Pass auf, dass du nicht erfrierst, Monika. Wendy, du kannst dich an dein Mini-Eis machen. Ihr seid voll gemein. Aber okay. Ist das lecker? Oh nein, mein Löffel passt einfach nicht in diesen Mini-Eimer rein. Was soll ich jetzt machen? Alles klar, ich kann den Löffel einfach umdrehen. Ah, ist das genial? Schmeckt wunderbar. Oh, das sieht voll appetitlich aus. Oh, nein, das war's auch schon. Tja, da lässt sich wohl nichts machen, Wendy. Jetzt nehme ich mir meinen Löffel und... Oh, er ist stecken geblieben. Wow, das sieht ja aus wie Eis am Stiel. Probieren wir mal. Schmeckt gut. Oh, wenn ich auch noch was probieren könnte. Ich habe eine Idee. Moment mal, wer ist denn da? Ich sehe niemanden. Ich verstehe das nicht. Wendy, was machst du denn da? Das ist mein Eis. Ich wollte nur ein bisschen was probieren. Oh, das hat viel getan. Bitte nicht ablenken. Ich muss noch mein Eis essen. Und ich kann wohl nur dabei zuschauen. Das war's, erledigt. Jetzt bist du dran, Monika. Na endlich. Was ist das denn für ein Mini-Löffel? Na gut, Hauptsache, dass ich viel Eis habe. Ist das köstlich? Ich frag mich, wie lange die das durchhält. Irgendwie wird mir so langsam kalt. Ganz schön kalt. Ich versuche den Eimer noch von innen zu lecken. Was macht die denn da? Ich denke, wir sollten ihr helfen. Na los. Danke, Zack. Ich wäre fast völlig erfroren. Ich glaube, Monika hat sich in eine Eisstatue verwandelt. Wow, das sieht ja toll aus. Wow. Und wieso ist mein Pferdchen so klein? Oh, das ist ja voll süß. Ein echter Hingucker. Okay, da lässt sich wohl nichts tun. Ich fange einfach an. Augenbinde anziehen und los geht's. Ah, Zack, du scheinst hier gar nicht zu treffen. Hey, was ist hier los? Ach, ich glaube, dieser Stock ist einfach zu klein. Ich treffe das Pferd einfach nicht. Ich muss es einfach abreißen. Ja, so einfach geht das. Da sind ein paar Skittles drin. Ich liebe die Dinger. Was schaut ihr mich so an? Monika, mach schon, fang an. Ja, da bin ich ja glücklich drüber. Das ist meine Augenbinde und wir können anfangen. Ich muss mich einrichten. Was macht die da? Nur einmal präzise zuschlagen. Aua, das hat weh. Na warte, Pferdchen. Du hast mich ganz schön sauer gemacht.
Na, wo bleibt meine Belohnung? Lecker schmecker Skittles. Ich liebe die Dinger. Voll cool. Gut gemacht, Monika. Die will ich jetzt alle aufessen. Das schmeckt mega lecker. Ich bin zufrieden. Deine Zähne, Monika. Die sehen aus wie ein Regenbogen. Voll cool. Okay, Wendy, du bist dran. Zuerst ziehe ich mir die Augenbinde an. Jetzt bin ich bereit. Und zuschlagen. Oh. So und so und noch ein bisschen. Yeah, ich hab's geschafft. Das ist ja ein ganzes Meer aus Skittles. Davon habe ich geträumt. Ich schwimme praktisch in Skittles. Hey, Wendy. Wir müssen uns mal ernsthaft unterhalten. Wow, so viele Skittles. Ja, wir wollen auch was davon. Hier ist genug für uns alle da. Voll die coole Challenge.